Moin, moin, ihr Panserianer und Panserianerinnen. Als erstes möchte ich euch heute nochmal daran erinnern, dass ihr ja wieder abstimmen könnt, was im November, also nächsten Monat, Top of the Tree wird. Ne, wo ihr wieder grinden könnt, die Panzer billiger und ja, kriegt mal ein bisschen Bonus auf das Personal etc. Und zwar nächsten Monat sind die Lights dran. Da kann man wählen zwischen dem Rheinmetall-Panzerwagen, 100 LT, Sheridan oder AMX 13105. Ich habe jetzt schon gewählt. Und auf der Seite ist hier so ein Kasten. Dann könnt ihr dann anklicken und dann könnt ihr ja wählen. Ja, geht wählen. Gebt dem Volk eure Stimme. Nein. Ne, das ist nur, dass ihr so ein bisschen mitbestimmen könnt. Wer darauf Bock hat, kann ja immer mitmachen. Ich wollte das mal zeigen. Ne, das ist immer auf dem EU-Forum. Und ja, finde ich, der WZ ist jetzt halt nicht dabei, weil der war ja schon. Das kann man jetzt unter den anderen vier entscheiden. Und falls ihr mitbestimmen wollt, macht das. Die Adresse werde ich unten nochmal verlinken für euch. Ich würde sagen, dass wir jetzt in das Replay gehen und uns zusammen ein schönes Spiel ansehen. Ein schönes Spiel. So, da haben wir nämlich Folgendes: den nackten Proleten hier, unterstrich Nightprowler. In seinem WZ-111 Leertaste 1-4. Na, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, ist ein 10er-Match hier, ne? 357, bei mir immer 359, ne? Und ich würde sagen, oh, auf der Karte Leberkotze ist er, ne? Liver, Ulx, ne? Leberkotze, Standard-Battle, wie immer, ne? Gegnerische Basis erobern, alles zerstören. Dann hat er folgenden Auftrag noch offen: SP8, donnernde Geschütze, verursachen Sie mindestens 3000 Schadenspunkte an gegnerischen schweren Panzer. Nebenbedingung: zerstören Sie mindestens 4 Gegnerfahrzeuge. Da drüben sind ein paar Heavys. Mit der Kanone kriegt er das auch hin. Dieser Panzer ist im Übrigen mein Lieblings-T9er Heavy. Wegen dem Alpha. 490, aber ihr kommt immer über 500. Diese Kanone ist sehr komisch. Also wenn ihr mal 490 Schaden macht, das ist sehr selten. Ihr seid eher so 500 irgendwas immer. Ne, Durchschlag 244, auch tipptopp. Mit Heat 340, das heißt Maus, alles mögliche, kein Problem. Typ 4 Heavy, Typ 5 Heavy, Typ 5 Schwer. Ne, HE, 65 Durchschlag, 640 Schaden, aber 130 mm. Das heißt, diese ganzen Streetswagen overmatcht ihr. Also schön mit HE 640er Kellen reinhauen und dann läuft's. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie der nackte Prolet das hier macht. Und ja, Bewegung, genau. So, er fährt in die Stadt. Jagt eh, geht snipern, sehr gut. Warum fährst du nicht auch in die Stadt? Hä? E75 auch snipern? E75 hat im Übrigen, also hier der WZ hat ja den höchsten Alpha-Schaden bei 9er Heavys. Und der E75 ebenso. Die beiden tun sich da nichts. So, wer folgt ihm? Ein Oho. Wer noch? Maus. Mäuschen. Dann gucken wir mal. Ich meine, eigentlich geht der Fight ja hier unten ab. Okay, du hast jetzt die Stadt gewonnen, aber du musst hier über die offene Pläne in die Base fahren. Oder von hier. Na, von hier kann man in deren Base fahren. Die eigene Base decappen. Oh, steht schon 0 zu 1. AMX 1390 Major Sieb ist raus. Major Sieb. Hey Sepp, bist du draußen? Ja. Nackter Prolet, was hast du da vor? Du verschießt Heat auf Häuser. Den Zaun zerstört, ne? Ja, wer hat da hat, ne? Nackter Prolet gibt Gas hier. Du bist gespottet. Warum macht er das alles kaputt, ne? Heat bleibt hängen. Am Zaun, Bäume, überall. Also egal, was dazwischen ist. Sogar ein Stück Papier. Also wenn ihr im Panzer fahrt, ladet so ein paar Papierschnipsel. Wenn da einer mit Heat ist, ja, oho, läuft bei dir. Burn Sneeze.
Boah, der hat gesessen. 1105. Wer ist denn da drüben, der so ein Ding zimmern kann? Der jagt eh, okay. Ja, wie ihr seht, unser Jagd eh steht immer noch da, ne? Wartet auf Ziele, läuft bei ihm. Jetzt hat er einen Panther 2 gefunden. Also Jungs, echt, TDs mit Panzerung in die Heavy Line. IS-7. 110er. Ja, der ist ja ganz mutig. Oh, Arti. Na? Bin ich gespannt, komm. Ja, hier ist 7, jetzt komm raus da, ey. Kann nicht wahr sein. Nicht gut, spielt ein bisschen vorsichtig. Er wartet, ja, super. Die Line, um das Match zu gewinnen, ist verloren. Anus WT, was? Was hat er geschrieben? Ach, Amus. Ne. Schieß die IS-7 an. 1459 Damage. Leucht bei dir. Ja, die Schiede ist der T-44-100, spottet da den TD-Hügel. Finisht auf gut Deutsch. Du hast auf den eigenen geschossen. Weil der jagt eh sich jetzt entschlossen hat wegzufahren, okay. 5 zu 8. So, jetzt. Schön. Seht ihr? Diese Rolls, 530. Vorhin 410, okay. Das habt ihr aber selten mit der Gun. So. Komm. Ja. Schade. Nicht mal angegrinst. Lass dich nicht rausziehen, ey. Dun, 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 dun. Hey, genau, wo ist mein 6er Sinn-Sound? Dun, 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 dun. Hier ist 7, guckt nicht. Sehr schön gesehen. Jetzt. Jawohl. Seht ihr, 556. Oh, ich liebe diesen Alpha. Hier, Ebola in seiner IS-7. Schmeckt's? Komm mal. So, guck mal, IS-7, guck woanders hin. Guck wieder nach vorn. Schade, ja, wäre der Killshot gewesen, ne? Hattest jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst wieder nur so 401 Schaden. 410, sorry. Oder würdest du raus. Oh, Amorek. Ja, Gorde. Tschüss. Hier der Uta Russ in seinem Jagd E100, ne? Das sind auch geile Namen hier. Ich muss den Mund halten, ne? Afterburner geschleppter Hoden hier. Aber Uterus ist schon mutig. So. Sind sie zu dritt, zu viert. 9 zu 11. Läuft. So, Maus. 1, 2, 3, 4. Drüben ist der Conqueror und der Jagdtiger. Okay. 2 Hau-Ab-Mumpeln hat er noch. Heiße Kugeln. Na komm. Hide. Hide, ne? Hier, ihr sollt auf Heat umladen, hat er geschrieben. Stiefei. Jagd hier, cool. Schade, Maus. Geschossen. Finde ich cool, wie er rauszoomt. Guck mal, ich wollte schon rauszoomt. Ne, wie er rauszoomt. Zu gucken, wo der Jeschner ist. So,
Panther 2 lebt immer noch, gibt's ja gar nicht. Er jagt eh. Ah, der ist ja schon tot. Hat aber 2 Kills gemacht. Okay, cool. Kanonen raus sind raus. Ja, abwarten. Genau richtig. Nicht YOLO, nicht hinstürmen. Ihr habt noch über 7 Minuten Zeit. Na, ihr guckt auch gerne lange Videos. So, komm. Kette. Ah, schade. Genau, Holy Down, Kanone blocken, super. Nicht rausholen. Guck mal, das finde ich jetzt cool. Nackter Prolet fährt nicht raus, weil hier kann er wieder beschossen werden. Faust. Jetzt. Nice. Cool. Super. Ne, 556, davor 399. Achso, ja, wäre sonst der Killshot gewesen. Das habt ihr halt manchmal bei dem, ne? 490er Alpha, braucht ihr 2-mal Schaden dafür. Arti hat den E75. Jetzt Costa, weil er gesehen hat, dass der Jagd eh drüben ist. Super. Dieses überlegte Spielen hier. Echt super. 1940 Schaden ergibt eine WN8 von 1789. Hinter euch, hinter euch, hinter euch ist ein Jagd eh. Der Uterus schlägt zu hier. So, 20 Sekunden Reload. Oder? Pixel-Shot, echt? Nope. So, da der noch Reload hat. Erstmal den Conqueror weg. Nice. Sehr gute Entscheidung. Gefällt mir gerade. Maus, hau bitte ab da. Nee, 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 nee. Er kommt, bitte. Jawohl! Nice. So, Maus und WZ. Allein gegen den Rest. Nee. Der Panther hat sich verlegt. Wow. Komm, komm. Oh, ich liebe diese Schüsse. 539 in your face. Nein, nicht so eine blöde HE-Knifte oder OI-KV2 oder was weiß ich. Sondern so mit richtigen Mumpeln. Nice. Burn, burn. Komm schon, komm schon, komm schon. Brennt er aus? Nope. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, Panther 2 hat eine hohe DPM, aber wenig Durchschlag. Ja, mit Heat bleibst du am Zaun hängen, oder? Nee? Okay, hätte ich jetzt gedacht. Ja, hier, Random Field Kommandanten gleich wieder da, ne? WZ, Help to Destroy E100. Jetzt wird er wahrscheinlich rechts rum. Das ist echt cool. Überlegtes Spielen. Gefällt mir richtig gut, das Replay. Zu zweit räumen sie nochmal auf. Da. Jagd E, okay. Jagd E hat geschossen. Das heißt, ihr könnt jetzt auf den VK. Und tschüss. Jawohl, nice. Ich dachte, der geht durch Unterwanne und Turm. Hab ich auch manchmal. Lauf. 13, 13. Schön die Maus blockt. Und tschüss. Jawohl, geil. Ja, ausgeschaltet hier. Weggeschossen. 3,6 Schaden, 5000 WN8. Now kill Arti fast. Oh mein Gott. Wenn man nicht selber spielen würde, ne? Dann... Ja, das ist zum Beispiel cool. Well played, guys. Finde ich auch, haben sie gut gemacht. Aber der andere jetzt tötet die Arti schnell. Es sind noch über 3 Minuten. Ne, du hättest schon lange Zeit gehabt, in die Garage zu gehen. Never give up. Da hat er recht. Na, er hat mich gehört, der E75. Gibt jetzt auch ein Lob. Finde ich auch cool. Die Vogelscheuche hier. Coole Jeans. Stonewash Jeans, schön aus den 90ern. Da, da, da. Hol dir den Klicker für mich. M40, 43. M40er Laufwerk mit einer M43er Kanone.
So. Meinst du, der ist dahinter? Also, er fährt jetzt so ein bisschen rum. Ihr habt ja gesehen, sechster Sinn-Sound läuft nicht, also ist die Arti gar nicht hier. Oder die ist blind wie Hulle. Deshalb kann sie ihn nicht spotten. Ne, wenn die Arti noch, als letztes mache ich auch immer so, ich fahre so durch die Gegend und sobald mein sechster Sinn-Sound angeht, dann weiß ich, ah, in der Nähe ist sie. So, da ist er ja, der Klicker. Na komm, den nimmt die Maus raus, oder? Jawohl. Ja, geiles Spiel. Noch schön umgedreht, schön hingekriegt, taktisch klug gespielt. Nicht vorne hingefahren, da über die Querstraße und sich abschießen lassen, sondern wirklich den kommen lassen. Gefällt mir richtig gut, echt cool. Armin, geiles Replay, würde ich sagen. Nee. So, schauen wir uns jetzt mal deine Auswertung an. Ich glaube, darauf warten wir jetzt alle. So, hier. Nee. Was hat er hier? WZ und ne, Maus im Random. Hat er bekommen hier, zweite Klasse, dann hier da so ganz viel. Dann hat er Folgendes in dem Match gemacht. Zwei Panzer aufgeklärt, 695 Schaden geboont, fünf Module zerschissen, 3651 Schaden selber fabriziert und fünf Panzer rausgenommen. In der Teamauswertung kommt er auf Folgendes. Platz 3 mit dem Schaden, die Maus 5,6, Mäuschen 3,7, tipptopp, gefällt mir richtig gut. Wo ist unser Jagd-E? Ah, da unten hier. Auch 3-4 gemacht. Ja, cool. Dann habe ich nichts gesagt, ne? So, im Detailed-Report kriegt er Folgendes. 50.829 Credits. Dann musste er die drei Autos reparieren. Heute nur wieder zwei. Konsumshoppen läuft nicht. Also ist er ohne Frau gefahren heute. Jetzt kommt es wieder. Oh. Dieses Masochisten, ne, wie heißt das? Machistische, machohafte Getue von dir, Afterburner, ne? Nee, hier. War nicht einkaufen. 12.796 Credits fürs Vehikel, 54.708 für Ammo, ergibt eine Endsumme von minus 16.675 Credits. Aber für dieses spannende und tolle Replay, tipptopp. An Erfahrung hat er Folgendes gewonnen: 1835. Dann war hier Beach Day, ne? Strandtag, mal 2, ergibt eine Endsumme von 3670 Erfahrung und 184 freie Erfahrung. Hier, Unterstrich. Nackter Prolet, ich danke dir fürs Einsenden, euch fürs Zuschauen. Na, falls ihr gerade am Light-Grinden seid, denkt daran, eure Stimme mit abzugeben. Vielleicht fehlt euch ja noch einer von denen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin wie immer mit einem freundlichen Ciao.